Almacht den 12. September 2022. Herr Präsident, Herr Putin. Eine Nachrichtenmeldung von gestern, die Sie wohl erzürnt, aber mich und andere erfreut, erleichtert und befreit hat. Die ukrainische Armee hat weitere Erfolge ihrer Gegenoffensive verkündet. Militärchef Valery Saluschny teilte mit, dass südöstlich von Charkiw etwa 3000 Quadratkilometer Land zurückerobert wurden. Diejenigen, die Terror, Tod, Zerstörung, Angst auf ihren Befehl hingebracht haben, werden wieder zurückgedrängt, damit die Menschen in der Gegend wieder ein selbstbestimmtes, freies Leben führen können. Was man mit Gewalt und Lügen sich nimmt und unterwirft, kann nicht rechtens sein und auch nicht dauerhaft Bestand haben. Aber indem ich das schreibe, werden mir auch wieder die gewaltsamen Kolonialgeschichten der Länder, Nationen und Königreiche Westeuropas bewusst, die in vergangenen Jahrhunderten in den Süden, Osten und Westen gezogen sind mit Kriegs- und Handelsschiffen, mit Bombern und Panzern, mordend, plündernd, versklavend, angstmachend. Leider betrachten wir noch immer, bewusst, unbewusst, ArbeiterInnen in fernen Plantagen, Minen und Werkhallen als unsere Handlanger. Der imperial überhebliche Geist ist eigentlich nicht verschwunden, nur zivilisierter. Aus und in wütender Rache über die erfolgreiche Gegenwehr der ukrainischen Armee lassen sie nun wohl Strom- und Wasserleitungen zerstören und bestrafen damit diejenigen, die sie vorgeben, befreien zu wollen. Ist das nicht beschämend? Wenn sich die Volkswirtschaften des Westens längst erholt haben werden, wird Russlands Wirtschaft weiterhin in Trümmern liegen. So schrieb heute ein Kommentator in der Zeitung. Er mag damit recht haben, aber es betrübt mich, weil ich gerade hier erlebe, welche Ängste und Sorgen Menschen allmählich bekommen und fürchten, nicht genug Energie und Wärme zu bekommen. Produkte werden nicht mehr produziert oder können nur langfristig geliefert werden. Die Preise steigen so sehr, dass das Leben für immer mehr unbezahlbar wird. Steht das Ihrem Land auch bevor? Wir schaden uns gegenseitig. Die Bevölkerung Russlands mag unterwürfig duldsam sein, aber irgendwann lässt sich mit immer weniger Einkommen nicht mehr leben, Armut aushalten und ertragen, während manche dennoch in unerträglich übermäßigem Luxus schwelgen. Wie werden Sie darauf reagieren? Nun beginnen in Russland auch Politiker auf lokaler Ebene, die dicht an den Menschen dran sind, offen zu widersprechen. Nachdem mehrere Stadtabgeordnete in St. Petersburg vorgeschlagen hatten, den Kreml-Chef des Hochverrats anzuklagen, ziehen nun auch Moskauer Lokalpolitiker nach. Die Rhetorik der Staatsspitze sei seit langem von Intoleranz und Aggression durchdrungen, was unser Land letztlich in die Zeit des Kalten Krieges zurückversetzt hat. Russland wird wieder gefürchtet und gehasst, und wir bedrohen die Welt erneut mit Atomwaffen. So wurde vor 2 Tagen in den Nachrichten gemeldet. Eine Idee, ein Vorschlag, eine dringende Bitte. Ziehen Sie Ihre Soldaten und Truppen zurück. Liefern Sie den Geschädigten als Wiedergutmachung kostenlos das Gas, das Sie gerade nutzlos und umweltschädlich verbrennen lassen, weil Sie es nicht anders loswerden. Hören Sie auch auf die, die Ihr Volk vor Ort vertreten und nah an den Sorgen und Hoffnungen der Menschen dran sind. So kämen Sie, so käme Russland halbwegs respektabel, allmählich, wieder in die Weltgemeinschaft zurück. Oder? Mit doch immer noch hoffnungsvollen und erwartungsvollen Grüßen. Jürgen Stauffer, Pfarrer an der Evangelischen Christuskirche.